N&J-Bank. Oh ja, New York Bank, wenn ich das sagen will. Nein, das ist es nicht. Aber wir sind wieder zurück hier bei einer weiteren Folge von Let's Play Fahrenheit. Ja, wir müssen jetzt warten. Wir können hier sonst nichts, ehrlich gesagt, machen. Das ist ein bisschen übel. Ein bisschen übel. Ich schau mal hier nochmal nach. Am Rechner ist natürlich nichts, interessanterweise. Deswegen schauen wir mal hier nochmal in der Schublade. Bonus plus 10. Ja, sonst gibt's großartig nicht viel. Ja, in der letzten Episode haben wir das hier versucht, konnten das nicht genau schaffen. Jetzt probiere ich nochmal einiges hier aus. Vielleicht finde ich hier was. Ich bezweifle das, wenn ich ehrlich bin. Es geht hier nämlich stark auf Zeitdruck. Und das war richtig mies gelaufen. Erinnert euch vielleicht. Für die Leute, die das aktiv natürlich verfolgen, das LP hier. Ist ja nicht bei jedem der Fall. Mann, Mann, Mann. So. Wir warten mal. Carla ist das. Die Polizistin, die von uns Informationen haben will. Dann wollen wir mal los. Hallo, ich heiße Carla Valenti. Ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Und ich muss leise sein. Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Shit. Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Alles. Ach, wir sind ja so ein bisschen in Ordnung, Herr Kane? Verflucht. Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was? Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Wissen Sie, das ist ein Allerweltsgesicht. Könnte selbst ich sein. Stimmt. Diese Bilder sind oft sehr stereotyp. Mir das Ganze sehr erleichtert, wenn er jemanden erkannt hätte. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte, Entschuldigung. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Ja, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch.
Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Haben Sie etwas an den Armen? Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Das ist mein Bruder, Markus. Und was? So endet meine Geschichte. Es hieß, ich sei total ausgerastet und deswegen nicht zurechnungsfähig gewesen. Was? Sie steckten mich in eine Anstalt, in der ich den... Wie soll das denn gehen? Was? Was hab ich... Ein muss mich stärken. Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Gibt es sonst nichts? Verdammt! Hier gibt's noch was, glaube ich. Richard. Der Dritte. Ich lese gern Shakespeare. Sein nüchterner, verzweifelter Stil gefällt mir. Ich bin hier... Hä? Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Das kann nicht sein. Ich habe eigentlich alles richtig beantwortet. War ich zumindest gerade der Meinung. Verdammt, ey. Wenn wir das jetzt gleich nicht schaffen. Der sieht richtig mies aus. Ich setze mich mal kurz hin. Boah, was zum Teufel? Was war das gerade? Habe ich gar nicht verstanden. Muss ich alles richtig machen? Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Sie möchten mir Fragen stellen? Nun, man kann nie wissen. Dauert nicht lange. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Wird er das Wasserzeichen erwähnen? Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Wahrheit. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Was zum Teufel, weißt du, gescheitert? Kann gar nicht sein. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat der bloß? Meine Fragen scheinen ihn zu stören. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja, hätte ja sein können.
Was für gescheitert? Das ist ein Witz. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Seine Kollegen haben mir erzählt, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er es erwähnen wird. Ja, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Komisch. Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Diesmal lüge ich. Haben Sie etwas an den Armen? Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm sehr ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied. Nein, lügen. Ja, das ist ein alter Freund von mir. Hab ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Sie sehen etwas blass aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Er lügt mich an. Das spüre ich genau. Vielleicht ist dieser Typ der Mörder. Zufälle gibt's immer. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Alter Schwede. Er verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch, bevor er zurückkommt. Ja, mach das mal. Hier, bitteschön. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Oh Mann, Mann, Mann. Dinge gibt's hier. Ein Fetzen Computerpapier. Den nehme ich mit. Das Buch vielleicht? Shakespeare. Genau wie das Buch im Restaurant. Ist eine Überprüfung wert. Das nehme ich ganz diskret mit. Da steht was auf dem Bild. LKMK, Juni 2003. Hier gibt's nichts Interessantes. So, der Kerl kommt wieder zurück, deswegen... Wir stehen jetzt einfach mal hier. Boah, das war gerade echt knapp. Ich hoffe, wir kriegen das noch gut hin. Das ist übel. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Boah, zweimal probiert, ne? Also, ich hatte extrem viel Glück. So, wir gehen erstmal wieder zu Agathas Haus. Mann, 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 was war das bitte? Okay. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Eieiei. Dann mal los. Zu unserer guten Omi. Etwas wie ein Orakel zumindest für uns, jetzt ganz individuell gesehen, was jetzt natürlich kein richtiger Orakel ist. Aber sie weiß, was wir haben. Und ich glaube, darauf kommt es halt auch an, ne? Agatha, ich bin's! Lukas!
Hoffen wir mal, dass sie anwesend ist. Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Hören Sie mich, Sir? Agatha. Shit. Oh mein Gott. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Okay, dann machen wir eine Fliege, würde ich mal behaupten. Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei antrifft. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Wisst ihr was? Ich muss alles begutachten. Bevor die Bullen kommen. Hier vielleicht. Der Schrank ist abgeschlossen. Im Raum vielleicht? Im Badezimmer, selbstverständlich. Eine Messingbadewanne. Die ist sicher 100, wenn nicht gar 200 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen langsam, sorry Leute. Okay, hier ist nichts. Das ist schon mal sicher. Haben wir hier etwas an der Wand? Hier vielleicht? Okay, gar nichts. Dann gehen wir wieder raus. Vielleicht in diesem Käfigraum oder so. Oder hier in dem Raum. Genau, in diesem Aufenthaltsraum. Die Krähe? Nee. Die Frau hat ja bekanntlich nichts, haben wir ja gerade schon geschaut. Boah, ich bin hier so übel lahm gerade. Hier ist ja auch nichts. Eine Art afrikanisches Totem. Was soll denn hier sein? Die Uhr ist stehen geblieben. Die Polizei kommt gleich. Hier liegt was. Eine ausgestopfte Eule. Uiuiuiuiuiui. Dann gehen wir hier raus. Ich mache es jetzt. Flüchten wir. Ich habe nichts gefunden. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Hey Kevin, ruf den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Tylers Wohnung, 29.01. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Ja, gleich soweit. Wäre schön. Also, wir sollen das erstmal aus dem Ofen holen. Ach so, wir sollen den Ofen anmachen. Okay, dann habe ich was falsch verstanden. Ja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Episode von Let's Play Fahrenheit, würde ich mal sagen, ne? Wir sollen hier sogar was einschenken. Moment mal ganz kurz, bevor ich hier gleich Schluss mache. Sekunde, ey. Gut. Hier kann man wohl nichts machen, vorerst. Den Wein einschütten, wartet. Vielleicht geht das ja. Ja, da kann ich den Wein nehmen. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Episode. Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin geschaut habt und haut rein.